Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim Blick in der Zukunft. Ja, ihr seht richtig, es gibt für den Monat März wieder einige Buchneuerscheinungen, die ich mega spannend finde und die alle auf meiner Wunschliste gelandet sind. Es ist wirklich Schande über mein Haupt. Es sind 7 Neuzugänge geworden. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass es für Februar keine Buchneuerscheinungen gab, weil es schlichtweg keine wirklich spannenden gab, die mich direkt irgendwie angesprochen hätten oder angefixt hätten, denn die beiden, die ich spannend fand, die sind in den März verschoben worden, aus welchen Gründen auch immer, und deswegen sind es jetzt auch sage und schreibe 7 Bücher für den März geworden, und ich habe sie ein bisschen nach Erscheinungsdatum sortiert und wir starten direkt mit dem ersten Buch. Das wird am 6. März erscheinen, und zwar ist es das neue Buch von Anne Freitag, Den Mund voll ungesagter Dinge. Wird direkt dem Start in den neuen, hoffentlich frühlingshaften Monat ergeben und sieht nicht nur vom roten Cover super spannend aus, sondern natürlich auch vom Klappentext. Wenn Sophie es sich aussuchen könnte, wäre ihr Leben simpel. Aber das ist es nicht und das war es auch noch nie. Das fängt damit an, dass ihre Mutter sie direkt nach der Geburt im Stich gelassen hat und endet damit, dass Sophies Vater plötzlich beschließt, mit seiner Tochter zu seiner Freundin nach München zu ziehen. Alle sind glücklich, bis auf Sophie. Was hat es bloß mit dieser verdammten Liebe auf sich? Sophie selbst war noch nie verliebt. Klar gab es Jungs, einsam ist sie trotzdem. Bis sie in der neuen Stadt auf Alex trifft. Das Nachbarsmädchen mit der kleinen Lücke zwischen den Zähnen, den grünen Augen und den ansteckenden Lachen. Zum ersten Mal lässt sich Sophie voll und ganz auf einen anderen Menschen ein und plötzlich ist das Leben neu und aufregend, bis ein Kuss alles verändert. Es wird mein erstes echte Anne-Freitag-Buch sein. Ich habe ja hier noch das Buch, was vom letzten Jahr von ihr erschienen ist und habe ich ja geschenkt bekommen. Habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich noch, es auch bis zum März zu lesen. Ich freue mich aber drauf, weil ich ja von den New York Diaries bereits eins der Anne-Freitag-Bücher gelesen habe und einfach sehr angetan vom Schreibstil war und einfach hier sehr gespannt bin, was es hier mit Sophie und dem Jugendleben auf sich hat, und ich glaube, dass da Anne Freitag wirklich was Tolles draus gebastelt haben könnte und ich hier einfach gespannt bin, was mich erwarten wird in dieser Geschichte. Es wird ein neues Buch von Sophie Jordan geben, das ebenfalls am 6. März erscheinen wird, und zwar Königreich der Schatten, die wahre Königin. Es wird der Auftakt einer neuen Reihe sein, ich glaube einer Dilogie, es wird eine zweiteilige Reihe und es klingt unglaublich spannend. Ich war ja bei Sophie Jordan schon total begeistert von der Firelight-Saga, dieser Drachengeschichte. Ich mochte Infernale 1 und bin jetzt hier sehr gespannt, was im Grunde hier so mich erwarten wird, denn der Klappentext klingt super gut. Schwarze Finsternis, die seit 17 Jahren über dem Reich Rayhok liegt und die dicken Mauern ihres Turms, etwas anderes kennt Luna nicht. Die Welt muss sie für tot halten, nachdem ein Verräter bereits ihre Eltern ermordet, um sich der Krone zu bemächtigen. Als sie jedoch fliehen muss, weil ihr Leben in Gefahr ist, hilft ihr der Waldläufer Fowler, der ihre dunkle Welt mit Licht erfüllt. Doch nicht einmal ihm darf sie sagen, dass sie die wahre Königin Rayhoks ist, denn der neue König sucht weiter nach ihr, um sicherzustellen, dass sie niemals ihren Thron besteigt. Eine wirklich spannende Welt wird uns hier scheinbar gezeigt. Wir werden hier ein bisschen eher im High-Fantasy-Bereich unterwegs sein und ich freue mich und glaube, dass das Sophie Jordan wirklich mit ihrem Stil gut hinbekommen wird und mich hoffentlich packen und fesseln wird. Und es klingt wieder so ein bisschen nach Jugendfantasy, also Jugend-High-Fantasy, was ich aber gar nicht schlecht finde, weil ich finde, dass es doch ein bisschen leichter ist als echte Erwachsenen-High-Fantasy. Und ich glaube einfach, dass Sophie Jordan es großartig hinbekommt und freue mich direkt auf das zweite Buch, was von ihr erscheint. Und das ist dann der zweite Teil von Infernale, Rhapsody in Schwarz, welches am 13. März endlich im Löwe Verlag erscheinen wird. War ja angekündigt für den Februar, ist aus irgendwelchen Gründen in den März verschoben worden. Und ich fand ja den ersten Teil von Infernale wirklich großartig und habe es wirklich weggesuchtet und geliebt und bin jetzt natürlich mega gespannt, was es im zweiten Teil mit der Geschichte auf sich haben wird. Und es ist der Abschluss,
das packende Finale dieser Dilogie und ich bin wirklich mega gespannt. Und es ging ja bei Infernale darum, dass es dieses Mördergehen gibt und wir haben hier eine junge Davy, die, bei der eben das bemerkt wird, dass sie dieses Mördergehen in sich trägt und dann wird sie ja im Grunde so ein bisschen von der Gesellschaft ausgestoßen. Und ja, es war eine tolle, doch eine Art dystopische Welt, die mir sehr gut gefallen hat und ich mochte auch Davy unglaublich gerne als Protagonistin. Und allein dieser Titel Rhapsody in Schwarz, ich finde einfach toll gewählt. Und ich bin, also man kann natürlich jetzt schlecht was zum zweiten Band erzählen, ohne vielleicht den ersten irgendwie blöderweise zu spoilern. Dementsprechend packe ich euch mal meine Bücherwoche zu Infernale 1 unten in die Infobox. Und wenn euch der 1er anspricht, dann seid ihr vielleicht auch beim zweiten Teil richtig. Also dann werdet ihr wahrscheinlich beim zweiten Teil richtig sein, denn der war wirklich, der erste Teil war wirklich großes, großes Bücherkino. Dann kommt ein neuer Thriller, der gar nicht so lang ersehnt ist, weil wir hatten ja erst im Oktober einen Fitzek, aber es wird einen neuen Sebastian Fitzek geben. Bereits am 14. März ist es soweit und zwar Achtnacht. Und er wird auch nur broschiert erscheinen, nicht in einem wunderschönen Paket sozusagen wie das letzte Buch, aber es kommt ja nicht auf die Optik an, sondern den Inhalt und der Klappentext macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Es ist der 8.8. 8:08 Uhr. Sie haben 80 Millionen Feinde. Werden Sie die Achtnacht überleben? Stellen Sie sich vor, es gibt eine Todeslotterie. Sie können den Namen eines verhassten Menschen in einen Lostopf werfen. In der Achtnacht am 8.8. jedes Jahres wird aus allen Vorschlägen ein Name gezogen. Der Auserwählte ist eine Achtnacht lang geächtet. Vogelfrei. Jeder in Deutschland darf ihn straffrei töten und wird mit einem Kopfgeld von 10 Millionen Euro belohnt. Das ist kein Gedankenspiel, sondern bitterer Ernst. Es ist ein massenpsychologisches Experiment, das aus dem Ruder lief und ihr Name wurde gezogen. Ich finde, es klingt unglaublich spannend, diese Idee, dass man straffrei töten kann, dass es eigentlich nur ein Experiment ist und das eigentlich nur gefühlt schieflaufen kann, denn ja, es sind schon so viele Experimente schiefgelaufen. Das finde ich wirklich spannend. Und der Gedanke, dass dann auch noch ich die bin, die in dem Lostopf gelandet ist und hier vogelfrei umgebracht werden kann, finde ich nur semi-spannend und würde mich da jetzt auch nicht dafür freiwillig melden. Aber ich glaube, dass uns Fitzek hier einen Thriller präsentiert, der wieder spannend, packend sein wird. Er hat auch gefühlt nur 416 Seiten, wo ich sage, er wird da rasant, glaube ich, unterwegs sein. Und ich bin ein Sebastian Fitzek-Fan. Ich fand nicht alle seine Bücher brillant, aber bei Achtnacht habe ich wirklich das Gefühl, dass es großartig werden könnte. Und frage mich, ob es Zufall ist, dass mein Auto tatsächlich 4 Achten hat. Da kann sich jetzt jeder selbst ein Bild davon machen. Weiter geht es mit einem Buch, auch am 16. März, und zwar Marthas Widerstand von Carrie Drury. Ich hoffe mal, man spricht so aus. Hier haben wir nicht nur ein Cover, das mich eigentlich nicht packt, aber doch irgendwie interessant ist. Ich weiß gar nicht. Also es ist mir zuerst aufgefallen und dank des Covers habe ich dann auf den Klappentext geklickt, was ja eher nicht so der Fall bei mir ist. Aber hier fand ich tatsächlich das Gesicht so interessant, dass ich wissen wollte, was hinter Marthas Widerstand steckt. Und es ist eine Mischung aus Thriller und Dystopie und ein packendes Gedankenspiel. Denn es geht um Martha und Martha ist des Mordes angeklagt und sitzt in der ersten von 7 Zellen. 7 Tage lang stimmt das gesamte Volk darüber ab, ob sie freigesprochen oder in eine kleinere Zelle verlegt wird. Die 7. und letzte Zelle ist klaustrophobisch klein und genauso klein sind Marthas Chancen auf einen Freispruch. Denn die Umfragen zeigen, dass der Großteil der Bevölkerung sie sterben sehen will. Doch was wäre, wenn Martha genau darauf spekuliert, um dem Volk zu zeigen, dass es nicht in einer perfekten Demokratie lebt, sondern von den Machthabern perfide manipuliert wird. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bei dem viel mehr als ein einzelnes Menschenleben auf dem Spiel steht und im Zweifel gegen die Angeklagte. Also ich bin mega gespannt. Ich finde das total gruselig, diese Vorstellung, dass man via Fernsehen, Teleraten und Telespiel im Grunde über das Menschenleben von jemandem, egal ob er unschuldig ist oder nicht, abstimmt und das dann im Grunde auch noch für ein Experiment oder ein Gedankenspiel, wie es ja hier genannt wird,
ja, packendes Gedankenspiel, dann im Grunde noch ausgenutzt wird. Ich finde es sehr interessant, sehr mich neugierig machend und ich glaube, dass dieses Buch wirklich ja, mich auf jeden Fall begeistern wird, hoffe ich. Und ja, bin einfach sehr, sehr neugierig. So bin ich auch neugierig auf das Buch von Stephanie Garber, welches am 20. März erscheinen wird, Caraval. Ist deklariert als Roman aus dem Ivy Verlag, sieht vom Cover auch sehr spannend auf. Und hier heißt es, Scarlett Drugner fürchtet sich vor ihrem Vater, dem grausamen Gouverneur der Insel Trista. Sie träumt davon, ihrem Dasein zu entfliehen und Caraval zu besuchen, wo ein verzaubertes Spiel stattfindet. Doch ihr Wunsch erscheint unerreichbar, bis Scarlett von ihrer Schwester Donatella und dem geheimnisvollen Julian entführt wird, die ihr den Eintritt zu Caraval ermöglichen. Aber ist Caraval wirklich das, was Scarlett sich erhofft hat? Sobald das Spiel beginnt, kommen Scarlett Zweifel. Räume verändern auf magische Weise ihre Größe. Brücken führen plötzlich an andere Orte und verborgene Falltüren zeigen Scarlett den Weg in finstere Tunnel, in denen Realität und Zauber nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Und als ihre Schwester verschwindet, muss Scarlett feststellen, dass sie ein furchtbares Spiel begonnen hat. Irgendwie so hat es geendet. Ja, da fehlt mir jetzt tatsächlich der Ausdruck. Ja, so passiert es, wenn man sich immer nur ein paar Notizen macht. Ja, ich finde, Caraval klingt nach einer Mischung aus Alice im Wunderland und einem Thriller. Ja, es klingt wirklich so, ein Mädchen, das eben eine andere Welt eintaucht, das erst für Spiel hält, Verzauberung sich darin findet und dann eben halt in dem Fall der Schwester folgt und nicht dem weißen Kaninchen, aber dann eben irgendwo eintaucht und sie gar nicht so recht weiß, wie sie da wieder rauskommt. Und sie wahrscheinlich die Realität einholen wird. Und ich finde es einfach, es klingt irgendwie cool. Also es klingt nach einer tollen Welt, die hoffentlich bildreich dargestellt ist, die spannend ist, wo sich eben wirklich Falltüren für einen selbst aufmachen, wo man hofft, dass man nicht durchfällt. Und auch die Namen, die Orte, ich finde das einfach großartig. Und mir hat es direkt Spaß aufs Lesen gemacht. So, auch das letzte Buch, was mit 160 Seiten tatsächlich das dünnste Buch hier sein wird und wahrscheinlich eher so als Sachbuch durchgeht als echter Roman. Denn es ist das neue Buch von George R. Martin. Und jeder, der jetzt schon gefolgt hat, oh, 160 Seiten, nein, es ist natürlich nicht der 6. Band von Das Lied von Eis und Feuer. Ich glaube, damit müssen wir wahrscheinlich bis Ende des Jahres warten. Ja, ich bin immer noch der Optimist, der daran glaubt, dass es fertig wird. Nein, es ist Witz und Weisheiten des Tyrion Lannisters. Und es erscheint am 27. März eigentlich passend zur Buchmesse. Vielleicht gibt es das da schon. Und ich kann da das vielleicht so als Erinnerungsstück aus Leipzig mitnehmen. Und ich finde, es klingt einfach cool. Also ja, Tyrion Lannister ist einer der Lieblingscharaktere von mir in der Serie, in den Büchern. Ich finde ihn einfach großartig gezeichnet von George R. Martin. Und hier heißt es eben, Tyrion Lannister, der wohl beliebteste und berühmteste Charakter aus George R. R. Martins Serie, Das Lied von Eis und Feuer, ist bekannt für seine spitze Zunge, seinen beißenden Sarkasmus und seinen gnadenlosen Spott. In diesem illustrierten Geschenkbuch wurden seine besten Sprüche zusammengetragen, von der Macht der Worte über die Liebe bis zur Realpolitik. Tyrion Lannisters Weisheiten unterstützen in jeder Lebenslage. Und da denke man nur an die wunderbare Weisheit, ich trinke, oder das ist das, was ich tue, ich trinke und weiß Dinge. Finde ich großartig. Bei mir ist es dann eher immer so, I read and I know things, or maybe auch I go shopping and know things. Und ja, das finde ich wirklich super und ich mag Tyrion einfach und ich freue mich auf dieses Buch. Es wird sich wunderbar da oben in meinem Regal dann auch machen, wo ja so einige Nebenbücher stehen zum Das Lied und Eis und Feuer. Und ich finde, so langsam konkurrieren diese beiden Regale ja schon fast miteinander und mal gucken, welches demnächst noch mehr Zuwachs bekommt. Ja, auf jeden Fall großartig. Ich freue mich, dass Penhaligon hier das auch mit aufgreift und herausbringt. Und es wird es nur, soweit ich es gesehen habe, auch als gebundene Ausgabe geben, also wohl gar nicht als E-Book. Aber ja, das kann sich vielleicht auch kurz vor Erscheinen nochmal ändern und hat wirklich so die Tendenz,
vielleicht irgendwie in Verbindung mit der Leipziger Buchmesse zu stehen, insofern es dann da auch vielleicht schon käuflich erwerbbar ist. Ja, und das waren sie nun auch, meine Neuerscheinungen, die für mich interessant sind. Natürlich gibt es viele, viele andere Bücher, die herauskommen im März. Wenn ihr eins habt, das ihr spannend findet und sagt, hey Steffi, das könnte auch dir gefallen, dann natürlich gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß mit den Büchern, die ich herausgesucht habe. Vielleicht ist da ja auch das ein oder andere Buch dabei, was bei euch auf der Wunschliste gelandet ist und ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.